Zu einer weiteren Wanderung aus Rhodos. Heute führt mich mein Weg in die Makari-Schlucht. Ja, das ist ein Rundweg von ungefähr 14 Kilometern. Und die Makari-Schlucht hat den Namen vom Fluss Makaris. Hier laufe ich gerade entlang. Viel Wasser ist nicht vorhanden. Vom Parkplatz bis zum Schluchteingang sind es ungefähr eine Stunde Fußmarsch. Ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mich begleitet. Kommt einfach mit. Es gibt bestimmt wieder sehr schöne Sachen zum Sehen. Bis dann. Ciao. Eine Stunde bin ich schon unterwegs und hinter jeder Biegung könnte jetzt dann die Schlucht anfangen. Aber eins muss ich sagen, im Hochsommer möchte ich den Weg nicht laufen. Das wäre mir einfach zu heiß. Jetzt herrschen richtig angenehme Temperaturen, ist ideal. Hier verengt sich das Flussbett. Dann würde ich einmal sagen, hinter dieser Biegung wird es dann die Schlucht anfangen. Wunderschöne Natur, ja Wahnsinn. Ich bin gespannt, was mich da ja noch erwartet. Ich glaube, das hier ist jetzt der Beginn nach fast 4 Kilometern. Auf der anderen Seite von der Kamera, auf der Rückseite, ist jetzt der Eingang von der Schlucht. Das sind jetzt hier genau, sagen wir mal, 4,3 Kilometer gewesen bis hierher. Und es schaut wirklich atemberaubend aus. Schaut euch das mal an. Super schön, hey. Einfach genial, wie ich immer sage. Wow. Der pure Wahnsinn. Was für ein wunderschöner Ort. Nasse Füße gibt es auch, aber das ist egal.
Also auf Rhodos bin ich ja noch nicht viel gewandert. Aber ich muss wirklich sagen, es ist bestimmt eine der schönsten, wenn nicht der schönste Wanderung überhaupt. So eine richtig großartige Genusstour. Wahnsinn, Wahnsinn. Und dann diese Ruhe, ich bin wieder nasse Füßen, eh schon nass. Diese Ruhe, kein Mensch hier außer ich. Genial. Spätestens jetzt heißt es Schuhe ausziehen oder nasse Füße bekommen. Heißen eh schon nass. Was soll es, trocknet ja sowieso. Es gehört einfach dazu. Das war jetzt ein kurzer Schluchtenabschnitt, aber wirklich sehr schön. Schon deswegen rentiert es sich, sich auf den Weg zu machen und das anzuschauen. Vielleicht kommt ja noch was, ich weiß es nicht. Da lasse ich mich überraschen. Nach meiner digitalen Karte zu urteilen, kommt jetzt dort vorne eine längere Kurve und dann werde ich schon wieder das Flussbett verlassen. So wie es ausschaut, war bloß dieser kleine Part Teil von dieser Schlucht. Ja, geht's weiter. Ciao. Was ja auch interessant ist, irgendwo hier geht der Weg zurück. Aber da bin ich schon vorbeigelaufen, habe ich auf dem Handy nachgeschaut. Jetzt muss ich wieder ein bisschen zurück. Ich hoffe, dass der noch begehbar ist, aber das wird sich gleich herausstellen. Hier soll es jetzt hinaufgehen, nach der Karte auf dem Handy. So ein Weg ist jetzt gar nicht erkennbar, aber ich gehe mal hoch und dann sehe ich ja weiter. Ist jetzt gar nicht so ungefährlich, muss ich echt sagen. Darum würde ich jedem empfehlen, geht es denselben Weg wieder zurück. Aber ich habe es jetzt nicht mehr so weit bis nach oben. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Das war jetzt wirklich wirres Zeug, dass ich da mal angelaufen bin. Man muss nicht den Berg hochlaufen, weil da unten fließt auch noch so ein Flusslauf in den Fluss rein. Und dann geht hier, da unten Steinmännle, der Weg hinauf. Würde ich mal sagen. Den probiere ich jetzt einfach mal aus. Hier ist das Steinmännchen und wie auf der Route verzeichnet, muss man gar nicht den Berg hoch, weil den Abschnitt habe ich vorhin unten schon gesehen, dass da so ein kleiner Bach reinfließt im Fluss. Ja, dann gehe ich jetzt einfach hier mal weiter, dann passt er wieder auf dem Handy überein und dann lasse ich mich weiter überraschen. Ja, wie man hier sieht, geht es jetzt im Geschlängel hier weiter. Da geht es Richtung Norden, laufe ich dann. Und oben am Eck, ganz oben rechts, geht es dann an der Straße wieder runter zum Parkplatz. So wie es ausschaut, war das früher irgendwie mal eine Straße hinunter zur Schlucht. So breit wie sie ist. Aber langsam wuchert hier alles zu. Aber wunderschön. Ich bin hier irgendwo im Nirgendwo ganz alleine. Abseits von Menschen und Städten. Und hier oben sieht man nochmal den Makaris, der letzte Blick darauf und dann geht es auch schon weiter. Und ganz im Hintergrund sieht man noch den höchsten Berg auf Rhodos.
bei dieser schönen Bergkulisse möchte ich mich jetzt verabschieden, weil da oben beginnt jetzt auch gleich die Straße. Ja, es war wirklich eine super schöne Wanderung, würde ich jederzeit wieder machen. Es war auf alle Fälle sehr ruhig, richtig eine Genusstour, bin wirklich niemandem begegnet. Ja, und die Schlucht war eigentlich bloß ein paar hundert Meter lang, aber es war trotzdem ein Erlebnis. Ja, dann sage ich goodbye, macht's gut, bleibt gesund, Gruß an die Welt und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen und viele Grüße aus Rhodos. Bis demnächst, ciao!